Herzlich willkommen zu dem Lied dieser Woche. Diese Woche habe ich ausgewählt, So nimm denn meine Hände, oder einige kennen das auch als Nimm Jesu meine Hände. Und dieses bewegende Kirchenlied entstand nicht einfach, weil sich jemand hingesetzt hat und gesagt hat, ich möchte ein Lied schreiben, sondern im Gegenteil, es wurde in tiefster Not geschrieben, und zwar in einer Not, wo es ums Loslassen einer geliebten Person ging. Die Dichterin stammt aus dem heutigen Lettland, die Zeilen wurden aber in Afrika geschrieben, und wie es dazu kam, das werde ich gleich erzählen. Die Hymne, So nimm denn meine Hände, zeugt von Tiefe. In ihr ist von Verlust zu lesen und gleichzeitig eine Gewissheit zu spüren. Die Zeilen, geschrieben von Julie Katharina von Hausmann, die in Riga im heutigen Lettland zur Welt gekommen ist. In ihren Teenagerjahren fand Julie zum christlichen Glauben und sie begann, geistliche Gedichte zu verfassen. Laut Überlieferung entstand das Lied So nimm denn meine Hände wie folgt. Juli verliebte sich in einen jungen Pastor, der Menschen, die noch nie etwas von Jesus gehört haben, die frohe Botschaft erzählte. Der Abreisetermin nach Afrika war schon festgestellt und er sollte auf einer Missionsstation arbeiten. Das junge Paar verlobte sich aber noch vor der Abreise. Juli sollte die nötigen Visen noch einholen, die sie benötigte für die Reise. Und ihr Verlobter wollte vor Ort in der Zwischenzeit ein Haus vorbereiten, sodass sie dann heiraten konnten und direkt in dieses Heim einziehen. Nach mehreren Monaten war auch Juli im Besitz der nötigen Papiere und so begann bald auch diese Reise. Damals natürlich ohne Flugzeug, denn Juli lebte von 1826 bis 1901. Eine lange Schifffahrt begann. Als das Schiff nach mehreren Wochen schließlich am Zielhafen angelangt, wartete jedoch nicht ihr Verlobter, sondern jemand anders. Und dieser eröffnet ihm, dass ihr Verlobter 3 Tage vorher an einer Seuche verstorben ist. Juli wird ans Grab geführt. Die gemeinsame Zukunft auf dem neuen Kontinent endet, bevor sie angefangen hat. Tief betroffen und entkräftet schrieb sie die an Gott gerichtete Zeilen, So nimm denn meine Hände, und ich mag allein nicht gehen, nicht einen Schritt. Du führst mich doch zum Ziele auch durch die Nacht. So nimm denn meine Hände und führe mich bis an mein selig Ende und ewiglich. Was für ein Trost, wenn man dieses tiefe Leid, das man erfährt, jemandem in die Hände legen kann, der einen trösten kann, der die Kraft hat, jemanden an die Hand zu nehmen und trotz dieses Leids durchs Leben zu führen. So nimm denn meine Hände. Nimm Jesu meine Hände und führe mich bis an mein selig Ende und ewiglich. Ich kann allein nicht gehen, nicht einen Schritt, wo du gehen und stehen, dann nimm mich mit. In deiner warmen Höhle, mein schwaches Herz, und mach es gänzlich stille in Freud und Schmerz. Lass Ruhen zu deinen Füßen, dein armes Kind. Es will die Augen schließen und folgen blind. Wenn
wenn ich auch gleich nichts fühle von deinem Macht. Du führst mich doch zum Ziele, auch in der Nacht. So nimm denn meine Hände und führe mich bis an mein selig Ende und ewiglich. Danke fürs Zuhören und ich hoffe, dass dieses Lied auch euch Trost gibt, wenn ihr in tiefem Leid seid. Und ich bin mir sicher, dass ganz viele Menschen tiefes Leid erfahren haben oder durch tiefes Leid gehen. Und so wünsche ich euch, dass ihr diesen Trost verspürt, den wir in Gott haben. Auf Wiedersehen und ich hoffe, wir sehen uns nächsten Samstag wieder. Auf Wiedersehen.